es gibt nie den einen Berater, sondern das Ganze ist auf eine breite Expertise gestützt. Zum Beispiel, manch einer sagt, es gibt den Chef-Virologen, mag alles sein, es gibt aber auch Gegenmeinungen, natürlich. Man muss die Wissenschaftsakademien fragen, man muss dort fragen, wo eine gesamte Meinung gebildet wird. Und die Grundlage unserer Entscheidung ist jetzt eine Stellungnahme, die von der absoluten Wissenschaftselite Deutschlands formuliert wurde. Skepsis ist okay. Es muss auch nachgedacht, es muss beantwortet werden. Aber manchmal gebe ich zu, wundere ich mich schon, wer dann was sagt. Dass angesehene Ärzte Stellungnahmen verlautbaren lassen, sagen, sie sprechen im Namen der ganzen Ärzteschaft, wo innerhalb von einer Stunde schon ganze Ärzteverbände widersprechen oder manch einer sogar zum Rücktritt aufgefordert wird, das ist nicht gut. Warum? Es ist nicht gut, weil es Zweifel sät. Und der Zweifel wird von denen, die es bewusst bös meinen, instrumentalisiert. Es gibt einen Teil der Gruppe, denen geht es jetzt nicht um die richtige Therapie, sondern es geht es um einen anderen Staat. Und daher sind manche dieser vermeintlichen Expertenstellungnahmen leider auch immer eine Form von Instrumentalisierung. Und deswegen, mir geht zwar nicht der Hut hoch dabei, aber ich bin sehr engagiert, das zu widerlegen. Ganz normales Weihnachten, das kann man nicht sagen. Allein schon dadurch ist es so schwierig, weil die Weihnachts- und Christkindlesmärkte überwiegend nicht stattfinden. Für mich ist das ein Einschnitt, weil ich an Heiligabend immer sehr, sehr gern, das ist ein liebgewonnenes Ritual eigentlich, am Vormittag auf den Christkindlesmarkt gehe. Sowas ist schwierig. Aber feiern mit Familie, hoffentlich mit Freunden, muss unser Ziel sein der Corona-Politik, weil ich glaube, das ist ganz entscheidend. Es ist nicht zu entscheiden, ob man wegfahren kann, sondern entscheidend ist, mit wem man an Weihnachten zusammen sein darf. Und wenn wir jetzt vernünftig sind, dann bin ich optimistisch, dass es ein anderes, aber ein schönes Weihnachten werden kann. Und vor allen Dingen, vielleicht denken wir tatsächlich mal an all diejenigen Freunde, aber auch Familienangehörigen, die wir sonst weniger sehen und die auch manchmal an Weihnachten zu wenig besucht werden. Ob der Impfstoff alle Probleme löst, das glaube ich nicht, denn er kam nicht so schnell zur Verfügung, dass er von allen genutzt werden kann. Und es gibt auch sehr viele Menschen, die generell skeptisch sind gegenüber dem Impfen. Wir werden auch keine Impfpflicht machen. Aber er ist natürlich eine deutliche Verbesserung. Und die bisherigen Aussagen über die Ergebnisse sind sehr ermutigend. Wenn in Deutschland ein Impfstoff zugelassen wird, dann ist er in der Regel auch sicher. Und es gibt mir jetzt auch ein bisschen die Hoffnung, gerade weil viele sagen, wie lang und wie oft kann so ein Lockdown wiederholt werden, dass wenn wir den jetzigen Lockdown klug und umsichtig wahrnehmen und damit die Zahl der Infektionen senken, dann kann daraus gerade für die Perspektive und Hoffnung im Frühjahr mit dem Impfstoff eine langfristige Idee werden, wie wir besser mit Corona leben als heute. Die Aufgabe begeistert. Wir müssen jetzt am Ball bleiben. Da heißt, da gibt es kein Nachgeben, kein Nachlassen oder kein Überfordertsein, sondern man muss sich jeden Tag erneut konzentrieren. Aber die Chance, etwas zu bewirken, zu helfen, Menschenleben zu retten vielleicht in dieser schwierigen Corona-Zeit, ist Motivation genug. Daneben gibt es immer wieder auch Sportmöglichkeiten, zum Beispiel Radfahren oder Ähnliches mehr zu tun, um fit zu bleiben. Und ja, ich achte auf eine ordentliche Ernährung und kein Alkohol.